Beim Tag der Kleinwasserkraft in der Steiermark öffnen 15 steirische Kraftwerke ihre Pforten, um den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen der Ökostromerzeugung zu ermöglichen. Eines dieser Kraftwerke ist das Brucker Kraftwerk auf der Muinsel. Das Schaukraftwerk wurde 1903 erbaut und versorgt rund 3700 Haushalte mit Strom. Unter dem Motto Kleinwasserkraft und Old Fashion und Hightech kann hier die Wasserkraft im Wandel der Zeit erlebt werden. In Österreich gibt es rund 2500 Kleinwasserkraftwerke, wovon 433 in der Steiermark sind und 8% des Gesamtstrombedarfs decken. Also es ist zwar nicht die ganz große Sache, aber ganz eine wichtige. Und unser Kraftwerk als Kleinwasserkraftanlage mit 3 Megawatt gehört auch zu den steirischen Schaukraftwerken und ist jederzeit einsehbar. Der 2003 geschaffene Besucherraum des Kraftwerkes gewährt spannende Einblicke in die Welt der Stromerzeugung. Mit Hilfe modernster Videografik machen die Besucherinnen und Besucher eine virtuelle Reise durch das Kraftwerk. Dabei erfahren sie Wissenswertes über die Kraftwerkstechnik und können die Kraft des Wassers hautnah erleben. Ja, Sie sehen hinter mir einige Schautafeln, wo genau dieses Kraftwerk erklärt wird, wie der Strom erzeugt wird. Und Bruck ist ja, denke ich, auf dieser vorbildlichen Schiene sehr fortgeschritten, oder? Man setzt ja sehr auf alternative Energien, oder? Ja, schon sehr lange. Unser Kraftwerk besteht seit 1903 und es ist nach wie vor die Wasserkraft, die sauberste Energieform. Das Interesse an diesem Tag der offenen Tür war groß und die Besucher hatten an diesem Tag Gelegenheit, die Stromgewinnung aus nächster Nähe mitzuerleben. Und am Ende des Tages waren sich alle einig, Stromerzeugung ist eine aufwendige Arbeit und Strom kommt nicht nur aus der Steckdose.